Morgen. Schönen Morgen. Ich wollte mal erkundigen. Mit Reisenden sprechen und sie beraten, das ist der Beruf von Anja Frey. Sie ist Servicemitarbeiterin bei der Deutschen Bahn. Wenn ein Zug Verspätung hat oder die Reisenden Hilfe benötigen, Anja Frey ist da und beantwortet die Fragen der Bahnfahrer. Und das auch, wenn sie dabei ins Stocken gerät. Am Gleis 15. Schon als Kind kämpfte sie mit dem Stottern. Sie litt schwer unter dieser Schwäche. Manche Worte und Silben bekam sie einfach nicht heraus. Und je mehr sie sich bemühte, desto schlimmer wurde es. Später war ich auf einer normalen Schule und da können Kinder schon sehr, sehr hart sein. Ich hatte nicht viele Freunde. Ich war so ein kleines Mauerblümchen. Aber ich glaube, umso älter man wird, da geht man damit anders um. Man lernt damit zu leben. Es folgen viele Therapien. Doch in der Pubertät gibt Anja Frey auf. Sie akzeptiert einfach, dass das Stottern zu ihrem Leben gehört. Von da an ging es aufwärts. Sie machte Abitur, absolvierte eine Ausbildung und gründete eine Familie. Erst als zwei ihrer drei Kinder zu stottern beginnen, holt sie ihre eigene Vergangenheit ein. Für mich war es sehr, sehr schlimm. Weil sie ja wahrscheinlich nicht gestottert hätten, wenn ich nicht stottere. Und da macht man sich am Anfang schon Gedanken. Aber dann habe ich gedacht, nee, ich kann es nicht ändern. Ich muss den Kindern zeigen, dass es auch was anderes gibt, dass man damit leben kann, dass man positiv in die Welt geht. Positives Denken, das möchte Anja Frey auch anderen Betroffenen weitergeben und hat die Leitung der Selbsthilfegruppe in Stuttgart übernommen. Sie möchte Aufklärungsarbeit leisten. Ja, genau, ich bin von der Stotterer Selbsthilfe in Stuttgart. Dass man einfach im Gespräch bleibt und darüber spricht. Dass die Gesellschaft weiß, dass wir ganz normale Menschen sind. Wir brauchen halt nur ein bisschen mehr Zeit, das, was wir sagen wollen. Und das ist auch das stille Gesetz in ihrer Familie. Jeder darf ausreden, egal wie lange er dazu braucht. Piep, piep, guten Appetit. Mahlzeit.